Spiel nochmal gemacht. Ich würde ja mit dem Mund, aber da habe ich jetzt nicht. Ja. Ja, macht mal alle auf. Ihr dürft alle aufmachen. So. Ihr dürft alle aufmachen. Zu der ersten Ausstellung 2016, ja, die wir mit einem musikalischen Tusch die Ausstellungssaison begonnen haben. Das ist heute natürlich eine besondere Ausstellung und die steht nicht ohne Grund an erster Stelle in diesem Jahr. Darauf hinweisen möchte ich, dass wir noch weitere 6 Ausstellungen in diesem Jahr präsentieren werden. Also in 2 Monaten circa werden wir eine ganz andere Ausstellung haben. Da wird es eben naturalistische Malerei geben mit impressionistischen Anklängen von Sibylle von Guillenot. Und das wird sicherlich spannend werden und da legen wir ja Wert drauf, dass man im Laufe eines Jahres, 2 Monaten nochmal hier vorbeikommt, wenn nicht 120 Leute, die Riesenbilder zustellen. Am Mittwoch laden wir Sie ein, lädt Frank Sie ein. Er hat Claudia auch. Und Claudia, wir haben sich ein Rockduo eingeladen, Bass und Gitarre, wie ich das gelesen habe, die irgendwo auf Tour sind und am Mittwochabend hier ein, ja, wie soll ich sagen, Ausstellungskonzert geben werden. Der Eintritt ist frei, so viel ich weiß. Ja, ich weiß von nichts anderem. Ja, sonst ist man dekadent heißt das, wir machen Schulden oder wie? Okay. Ausstellung ist komplett bezahlt. Aber wie gesagt, dann werden auch hier einige Leute sagen, dann ist es voll. Ich komme lieber mal noch am Freitag, Sonntagnachmittag. Wir haben ja 3-mal in der Woche auf und die hier Aufsicht machen, freuen sich immer, wenn jemand reinkommt und auch ja, sich nicht nur am Krimseck erfreut, sondern auch die Bilder lange und intensiv betrachtet, egal was er dann dabei denkt oder empfinden mag. Ja, Dekadent heißt die Ausstellung. Und am Ende die Dekadenz, die verpitscht. Frank Gebauer scheint wie ein Rabe geklaut zu haben. Ja. Sie nehmen auf den ersten Blick bekannte Ikonen der Kunstgeschichte wahr, bekannte Künstler, Politiker, Könige. Frank Gebauer verbindet scheinbar nicht Zusammengehöriges zu einer zeitgemäßen Aussage in den Collagen, die den Standpunkt des Alten mit der Moderne verbindet. Wie wir heute etwas wahrnehmen, ist durch Zeitentwicklung verändert, wird anders interpretiert. Wenn am Anfang die Archaik steht, so ist am Ende die Dekadenz. Thank you.
Claudia, grüß jetzt hier. Ah. Oh. Oh. Sehr dekadent. Ja. Ja, jetzt. Thank you.